Der vierte und letzte Teil der Reihe zur Lösung der Probleme des aktuellen Systems ist das Buch Sicher ohne Staat von Oliver Janich. Zum Hintergrund. Ist der Staat ein Garant für Eigentumsrechte oder sein inhärenter Feind? Oliver Janich ist Anarchist und investigativer Journalist und dadurch zu dem Schluss gekommen, der Staat ist ein inhärenter Feind der Eigentumsrechte und damit auch von Familie, Kultur, Frieden und Freiheit. Die Lösung sieht er daher in einer staatenlosen Gesellschaft, wo es echte Eigentumsrechte und Freiheit geben kann. Nach jahrelanger journalistischer Arbeit und philosophischer Auseinandersetzung mit dem Libertarismus und der österreichischen Schule der Nationalökonomie konzeptualisiert Janich die Idee einer Privatrechtsgesellschaft als Möglichkeit, die staatenlose Gesellschaft zu gestalten. Über das Werk. In seinem Werk Sicher ohne Staat erklärt Oliver Janich, was eine Privatrechtsgesellschaft ist und wie in so einer Gesellschaft effektiv für Recht und Sicherheit gesorgt werden kann, ohne dass man dabei einen Gewalt- und Rechtsmonopolisten, das heißt einen Staat, benötigt. Janich setzt dabei nicht auf abstrakte Überlegungen, sondern versucht die Ausgestaltung der Privatrechtsgesellschaft an ganz konkreten und greifbaren Problemfeldern einer Gesellschaft festzumachen. Dabei berücksichtigt er Aspekte von materieller, physischer und sozialer Sicherheit. Auch auf Kritik an einer Privatrechtsgesellschaft geht Janich in seinem Werk immer wieder ein, wobei er anmerkt, dass die meiste Kritik, die gegen so eine Gesellschaft vorgebracht werden könnte, die Realität des heutigen Staates darstellt, wie er besonders als Journalist gemerkt hat. In diesem Beitrag werden die Grundsätze von Janichs Überlegungen und einer PRG erklärt. Beispielhaft erörtert werden auch typische Problemfelder und wie sie gelöst werden könnten. Sicher ohne Staat. Wie eine natürliche Rechtsordnung ohne Gewaltmonopol funktioniert. Von Oliver Janich. Janichs Ansatz. In seinem Werk präsentiert Oliver Janich das System der Privatrechtsgesellschaft, PRG. Dies ist eine Form, eine staatenlose Gesellschaft zu gestalten. Die theoretische Grundlage der PRG bildet das Prinzip des neutralen Richters, welches Janich von Hans-Hermann Hoppe übernimmt und John Locke schon in Ansätzen formuliert hat. Siehe Beitrag 1. Das Prinzip des neutralen Richters besagt, dass in einem Konfliktfall der Konfliktentscheider nicht auch gleichzeitig Konfliktpartei sein darf. Nur dann können echte Eigentumsrechte, die Grundlage von Frieden, Freiheit, Wohlstand und Zivilisation, entstehen. Da der Staat per Definition der ultimative Richter ist, also Konfliktentscheider in allen Fällen, auch in denen, die ihn selbst betreffen, kann es Janich zufolge in einem Staat nie echtes Eigentum geben. In einem Staat gibt es ausschließlich Eigentum von Staatesgnaden, sogenanntes Fiat-Eigentum. Janich folgert daraus, dass die Wurzel allen Übels nicht das Fehlen von Eigentumsrechten ist, sondern die Anwesenheit eines ultimativen Richters, welcher jegliche Eigentumsrechte jederzeit wieder entziehen kann. Die logische Folgerung daraus ist für Janich, dass es ein dauerhaft friedliches Zusammenleben nur in einer staatenlosen Gesellschaft geben kann, wie zum Beispiel eine PRG. Recht statt Gesetz. Da es in einer PRG keinen Staat gibt, gibt es dort auch keine Gesetze, die das öffentliche Leben regeln und auf Grundlage dessen Eigentumsrechte durchgesetzt werden können. In einer PRG ist das private Recht dafür verantwortlich. Dieses private Recht entsteht mit Hilfe des Prinzips des neutralen Richters. Ein neutraler Richter wird von allen Konfliktparteien gemeinsam zur Lösung eines Konfliktes bestimmt und es wird vorher vereinbart, dass das Wort des neutralen Richters gilt. Die Entscheidung des neutralen Richters und die vorher zugesagte Akzeptanz zur Entscheidung lassen echte Eigentumsrechte entstehen. Nur durch die Akzeptanz aller Beteiligten erhält man ja nicht zufolge den vollen juristischen Anspruch auf die Verfügungsgewalt von etwas. Wenn alle Beteiligten vorher zugesagt haben, werden die Eigentumsrechte nicht mehr in Frage gestellt, was eine wesentliche Bedingung für die Existenz von Eigentumsrechten ist, wie Kinsella schon darlegte, siehe Beitrag 15. Auf einer gesellschaftlichen Ebene lassen sich diese Eigentumsrechte und Regeln mit Hilfe von Privatrechtsunternehmen verwirklichen. Diese Unternehmen bieten ihren Kunden Versicherungen an, die dem Kunden helfen, seine legitimen Rechtsansprüche durchzusetzen. Umfang von und Umgang mit Privatrechtsversicherungen. Ein Vertrag zur Privatrechtsversicherung zwischen Versicherer und Bürger sähe in einer PRG in etwa so aus, dass der Versicherer verspricht, den Bürger gegen eine bestimmte Tat, zum Beispiel Diebstahl, zu schützen, während sich der Bürger verpflichtet, diese Tat selbst nicht durchzuführen, also in diesem Falle nicht zu stehlen. Entsteht nun ein Konfliktfall zwischen zwei Personen, gibt es die Möglichkeit, dass beide versichert sind, nur einer versichert oder gar keiner versichert ist, denn in einer PRG gibt es keine Versicherungspflicht. Janich erklärt weiter, wie solche Konfliktfälle ablaufen können. Zusammengefasst würden bei einem Konflikt, wenn beide versichert sind, was der Regelfall sein dürfte, sich die Versicherungen der Konfliktparteien einschalten, die sich auf einen neutralen Richter einigen, der den Fall übernimmt, Fakten einholt und entscheidet, ob eine Eigentumsrechtsverletzung vorliegt oder nicht. Das Wort des neutralen Richters hat Gültigkeit und so ist der Fall gelöst.
Der neutrale Richter selbst würde im Regelfall für ein Richterunternehmen arbeiten. Eine unversicherte Person wäre in einer PRG nicht rechtlos, sondern müsste die Kosten, die der Versicherer für den Versicherten trägt, zunächst selbst tragen. Da es neutrale Richter gibt, gibt es in einer PRG zwischen Recht haben und Recht bekommen keinen Unterschied, wie Janich an anderer Stelle erklärt. Nur eine Annahme. Nachdem Janich dargelegt hat, warum es echte Eigentumsrechte nur unter Abwesenheit eines Rechtsmonopolisten geben kann, fängt er an, das System der PRG auszugestalten. Dafür trifft Janich vorab nur eine einzige Annahme, der niemand ernsthaft widersprechen würde. Unternehmen wollen Gewinne erzielen. Unternehmen werden auch in einer PRG alles tun, damit sie ihre Profite steigern können. Mangels Staat können die Unternehmen hierfür nicht lobbyieren, Subventionen einfordern oder für Marktbeschränkungen der Konkurrenz werben, wie sie es in unserem aktuellen Wirtschaftssystem ständig tun. Die Unternehmen müssen ihrer Profitorientierung im reinen, unbeschränkten Markt nachkommen. Wie schon Hoppe nachwies, kann es in einem solchen unbeschränkten Markt keine Monopole oder Kartelle geben, siehe Beitrag 11, wodurch der Konkurrenzkampf durch nichts zum Erliegen kommt. Damit sind die Unternehmen gezwungen, den Menschen zu dienen, um Profite zu generieren, wie Mises schon zeigte, siehe Beitrag 3. Janich ist sich sicher, dass in diesem Konkurrenzkampf viele Ideen zur Lösung von Problemen entstehen, die besser als seine Lösungsvorschläge sind. Aus diesem Grund fordert Janich genau wie Molyneux seine Leser dazu auf, sich selbst zu überlegen, wie Lösungen für konkrete Probleme aussehen könnten. Siehe Beitrag 16. Beteiligte in einem Konflikt. Um zu erklären, wie das Recht ohne einen Rechtsmonopolisten durchgesetzt wird, behandelt Janich in seinem Werk eine Vielzahl typischer Problemfelder einer Gesellschaft. Alle Problemfelder in einer PRG sind Konflikte um Eigentumsrechte, das heißt, es geht immer darum festzustellen, wer rechtmäßig über die Verwendung von Gütern entscheiden darf, sowie deren physische Integrität zu gewährleisten, also Schutz vor Vandalismus und Diebstahl. Beteiligte in einem Konfliktfall sind neben den Konfliktparteien auch deren Versicherer, sofern vorhanden, und neutrale Richter, die für Richterunternehmen arbeiten. Sicherheitsunternehmen, die die Entscheidung der Richter durchsetzen, sollte sich eine Konfliktpartei entgegen ihrer vorherigen Zusage weigern, den Richterspruch zu befolgen, sowie Detektiv- und Kopfgeldjägerunternehmen, welche Informationen beschaffen und Kriminelle an der Flucht hindern. Alle diese Unternehmen wollen Gewinne machen und die Konkurrenz ausstechen. Alle diese Unternehmen wollen Gewinne machen und die Konkurrenz ausstechen, haben also ein Interesse daran, ihre Kunden zu halten und die Kunden der Konkurrenz zu gewinnen, sowie die Fehler, falschen Versprechungen und Lügen der Konkurrenz medial auszuschlachten. Daher vermutet Janich, dass auch investigative Journalisten eine tragende Rolle in einer PRG spielen, die damit ihr Geld verdienen, Korruption und verdeckte Seilschaften aufzudecken. Korruption. Ein typisches Problemfeld in der Gesellschaft ist das der Korruption. Gegner der PRG könnten einwenden, dass das Rechtssystem der PRG genauso korrupt und fragil ist wie unser aktuelles System und reiche und einflussreiche Menschen daher vor Gericht einen Vorteil hätten, indem sie die Richter bestechen. Dies ist natürlich ein ernsthaftes Problem, über das sich alle Beteiligten in einem Konfliktfall bewusst sind. Durch die Gewinnorientierung werden sich daher alle Beteiligten in einer PRG überlegen, wie man Korruption und Bestechlichkeit von Richtern vermeiden kann. Janich weist darauf hin, dass ein Richterunternehmen mit einem korrupten Richter sofort alle Kunden verlöre, sobald dies öffentlich würde. Das heißt, ein Richterunternehmen muss garantieren, dass seine Richter nicht korrupt sind, weil sie sonst keine Aufträge bekämen. Um das zu garantieren, könnten entsprechende Klauseln in den Arbeitsverträgen der Richter verankert werden. Janich schrieb eine Klausel vor, nach welcher der Richter im Falle eines Bestechungsangebotes das Bestechungsgeld behalten darf und das Angebot melden muss. Sollte er es nicht melden und der Fall wird bekannt, dann könnte weiter vereinbart werden, dass der Richter zur Höchststrafe für das Verbrechen, über welches er zu entscheiden hatte, verurteilt wird. Anders als heute geht der korrupte Richter damit ein kaum tragbares Risiko ein. Verteidigung und Kriege. Ein weiteres Problemfeld ist das von Krieg und Verteidigung. Für Janich ist es klar, dass innerhalb einer PRG kein neuer Staat entstehen kann, da weder Gewaltmonopol noch Rechtsmonopol entstehen können. Alle Unternehmen sind gewinnorientiert und kaum ein Bürger würde ein Unternehmen beauftragen, welches das Gewaltmonopol anstrebt, da es für ihn selbst nachteilig ist. Dadurch hätten alle Sicherheitsunternehmen ein Interesse daran, solche Pläne bei der Konkurrenz zu enthüllen, wie Janich erklärt. Somit kann der Feind einer PRG allenfalls von außen kommen. Die PRG kann sich laut Janich jedoch sehr leicht gegen aggressive Staaten verteidigen. Dies liegt vor allem daran, dass der Staat selbst in der Kriegsführung äußerst ineffizient ist. In einer PRG wäre dies anders. Janich betont, dass Verteidigung teuer ist, weswegen die Ressourcen sehr effizient eingesetzt werden müssen, um Gewinne zu erzielen und Kunden zu halten.
Für Janich liegt eine effiziente Variante zur Verteidigung darin, den Anführer des Aggressors mit dem Tode zu drohen, wenn er die Aggression nicht augenblicklich unterlässt. Anstatt sich also einer kostenintensiven Materialschlacht hinzugeben, wenden sich private Sicherheitsunternehmen gegen den eigentlichen Aggressor. Da Krieg ebenfalls zu teuer in einer PRG ist, sieht Janich jede PRG als ein Garant für Frieden. Organisierte Kriminalität und No-Go-Areas. Auch wenn in einer PRG Krieg und Verteidigung kein Problem darstellen, wird es immer noch Kriminalität geben. Die Menschen in einer PRG sind keine Heiligen, sodass es auch hier typische Verbrechen wie Mord und Diebstahl geben wird. Allerdings auf einem deutlich niedrigeren Niveau als in modernen Staaten. Dies liegt unter anderem daran, dass die organisierte Kriminalität und No-Go-Areas in einer PRG faktisch nicht entstehen können. Organisierte Kriminalität würde verschwinden, weil ihre typischen Betätigungsfelder wie Prostitution, Glücksspiele, Drogenhandel, Geldwäsche und Co. legal wären. Es bleibt ihr lediglich die Schutzgelderpressung. Damit wird die organisierte Kriminalität jedoch zu einem Konkurrenten von Sicherheitsunternehmen. Die Sicherheitsunternehmen bieten allerdings bessere Leistungen zu niedrigeren Preisen an und verdrängen damit die Mafia vom Markt. No-Go-Areas würden sich ebenfalls schnell auflösen. Wie Janich annimmt, besäßen Gangmitglieder in einer No-Go-Area grundsätzlich keine Versicherung. Die unbescholtenen Einwohner möchten sich allerdings schon versichern und das aufgrund ihres Umfeldes auch mit einer höheren Zahlungsbereitschaft. Das setzt für Sicherheitsunternehmen den Anreiz, ihre Produkte in No-Go-Areas zu verlegen und dort für Sicherheit zu sorgen. Zusammenfassung: Oliver Janich setzt in seinem Werk genau wie Stefan Molyneux, siehe Beitrag 16, auf Anarchie, um aktuelle Probleme zu lösen. Genau wie Titus Gebel mit seiner goldenen Regel, siehe Beitrag 17, macht Janich mit dem Prinzip des neutralen Richters sich einen Ansatz zur Grundlage seiner Überlegungen, welcher nicht hochgradig philosophisch ist, sondern für jeden Menschen leicht nachvollziehbar ist und intuitiv verstanden werden kann. Der Konfliktentscheider darf nicht Konfliktpartei sein. Um das zu verstehen, braucht man keine übermäßige Intelligenz oder ein jahrelanges Studium des Liberalismus. Das gleiche gilt für die Erkenntnis, dass Unternehmen Gewinne erzielen wollen. Mit diesen beiden Ideen macht sich Janich auf den Weg, um zu erklären, wie eine PRG aussehen könnte. Dabei erhebt er nie den Anspruch, die beste Variante des menschlichen Zusammenlebens gefunden zu haben, sondern betont, dass es sehr wahrscheinlich noch bessere Möglichkeiten gibt, als was er in seinem Werk präsentiert. Nichtsdestotrotz erklärt er gemäß seines Prinzips und seiner Annahme, wie man in einer PRG den Kriegen, der organisierten Kriminalität und den No-Go-Areas ein Ende setzt und wie man sinnvoll gegen Korruption und Aggressoren von außen vorgehen kann. Janich behandelt in seinem Werk auch noch eine Reihe weiterer Themengebiete, wie beispielsweise soziale Fragen.